Hallo und herzlich willkommen, Freunde, zu einem neuen Projekt. Wir spielen Tales of Cestiria. Ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus. Ja, ein neues Projekt, die Tales-Reihe. Ich habe davon noch nicht ein einziges Spiel gespielt, aber nur Gutes gehört. Und ja, freue mich, dass es jetzt auf PS4 ist. Schon ein paar Videos gesehen von anderen Spielen. Finde es sehr interessant. Reingeschaut habe ich schon mal. Aber nur kurz. Was heißt kurz? Ungefähr eine Stunde Spielzeit. Allerdings, jetzt wird es am Anfang ein kleines Tutorial-Gebiet geben. Das ist für mich auch nochmal ganz gut, um das Ganze nochmal ein wenig zu vertiefen. Sagen wir es mal so, das ganze Kampfsystem und so. Und ja, ich sage euch dann Bescheid, ab wann die ganze Geschichte hier wieder blind wird. Und dann wird es auch ein Gameplay. Ich werde da nicht irgendwie vorzocken. Da werden wir dann die ganze Sache zusammen erleben. Okay, gehen wir in ein neues Spiel. Auf geht's. Ja, hier müssen wir eigentlich nichts weiter verstellen. Das lassen wir so, wie es ist. Schwierigkeitsgrad normal, lassen wir drin. Könnte man im Spiel noch verstellen. Bin ich nicht so ein Fan von. Wir lassen das Ganze so. Wenn wir abkacken, kacken mal ab. Ja. Okay, auf geht's. Ja, laden auf, komm. Mache. Hat mir übrigens sehr viel Spaß gemacht, schon von Anfang an. Das Spiel. Deswegen freue ich mich sehr drauf. Auf dieses Projekt. In a bygone so, jetzt halte ich meine Klappe. When darkness threatened to enshroud the world, it was they who reclaimed light from nothingness. Over and over, as the world plunged into chaos, the legend would come to people's lips, and they would pray for salvation. And lo, each time a shepherd would appear to vanquish the darkness once more. But with peace returned, it was never long before the shepherds would vanish. As for where they had gone, no one can truly say. And, as with all things, eventually they faded into legend. Once again, the world faced the threat of the darkness. And the people began to speak of the shepherds once more. But alas, no shepherd came forth to guide his people to peace. So, ja. Da sind wir drin im Spiel. Hier nochmal Tastenerklärung. Das ist jetzt erstmal nicht so wichtig. Dazu kommen wir dann jetzt gleich noch eine Erklärung. Das sind wir. Unser Hauptcharakter. Ich finde es sehr schön, dass man hier keine Charaktererstellung hat. Ich bin da ja immer nicht so ein Riesenfan von. Ja. Aber gut, okay. Wir befinden uns hier in einer Art Tempel, was so ziemlich das Tutorialgebiet hier ist. Links oben seht ihr die Karte. Ganz normal beim Sternchen, da müssen wir hin. Das heißt hier an die Tafel.
I knew it. A hero brandishing the sacred blade. This mural is a depiction of the shepherd. About time I found it. Nothing on my end, Soray. Miklio. Looks like you beat me this time. This proves the shepherds have been around since even before the era of Asgard. I knew it! Let's not jump to conclusions just yet. We still don't have definitive proof that this ruin itself is pre-Asgard. It could be an imitation. Seriously? You really think they'd make a fake ruin of this scale? Get real. This doesn't bode well. Wait, isn't that... I think our ruin adventure is over for today. Come on! This way, so. Hurry! Ja. What's the hold up? Wir müssen jetzt hier immer noch stärken. Hey, we have to get out of here. Ja, die Gewitterwolke vom Intro ist jetzt auch hier angekommen, ja. That was too close. Could I get a little help, please? Saray, that didn't go quite how I planned it, but not too shabby, am I right? Guess this makes us even. Unbelievable. Who knew there'd be ruins underground? Oh, good thing we fell down here. Right. Hey, let's try and find a way out of here. Hmm? Oh, yeah. Okay, jetzt habe ich die Frage natürlich nicht vorgelesen. Egal. Wir sollten uns die Ermittlungen für ein anderes Mal aufheben. Wir müssen einen Weg hier rausfinden. Jo. Ja, jetzt wird ja hier so ein bisschen das Kampfsystem erklärt. Ich muss das noch ein bisschen verinnerlichen. Also ich, wie gesagt, ich habe ja schon ein Stück gespielt, aber bin weit davon entfernt, das wirklich gut zu können. Wir schauen uns hier nochmal kurz um. Ich bin ja hier durchs Tutorialgebiet auch einfach mal durchgedüst, weil ich immer finde, dass die Tutorialgebiete ja jetzt nicht so viel über das Spiel aussagen. Was ich dabei gelernt habe, ist, dass das hier ein Speicherpunkt ist. Wenn du den aktuellen Spielfortschritt speichern willst, stelle dich an einen Speicherpunkt und drücke X. Soweit so bekannt, machen wir. Ne, überschreiben wollte ich nicht. Was gibt bei jetzt Spiel? Wobei, eigentlich könnten wir überschreiben. Egal, macht nicht. Okay. Gut, viel zu entdecken gibt es hier auch nicht. Wie gesagt, hier wird ein bisschen das Kampfsystem erklärt, was sehr schön ist. Actionorientiert. Finde ich sehr gut. Ohne jetzt so einen Ladebalken für Aktionen und solche Sachen. Wow! Oh man, what a drop! It's been nothing but heights all day. But I had an awesome bar relief to distract me. Yeah, I bet you did. Hmm? It looks like someone's lying there. Hey, Miklio? Hmm? It's a human. It can't be. Stop. We shouldn't involve ourselves with their kind. She's still alive. We can't just leave her there.
Fine. I'll give what help I can. Let's take a look around the area first. Okay. Okay. Da liegt jemand. Man muss dazu sagen, unser Hauptcharakter ist sehr, 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 sehr nett. Ja. Kartenaktion, indem du Viereck drückst, kannst du dein Schwert schwingen, auch wenn du gerade nicht kämpfst. Entferne damit Hindernisse, die dir den Weg versperren. Ja, mal tun. Ja. My sword's all sticky. Cobwebs everywhere. I bet no one has set foot in here for some time. So, ja, wie gesagt, viele Tür zu entdecken gibt's hier nicht. Hier liegen ein paar Truhen rum, wo man ein bisschen was bekommt, was ja, dann auch erklärt, wie man ein paar Sachen einsetzt. Jetzt kommen wir zum ersten Kampf. So, Kriegsarzt. Wirke Kriegsarzt mit Kreis. Ist der Steuerungsmodus auf Semi-Auto eingestellt? Läufst du dein Ziel. Was? Achso, läufst du aus deinem Ziel zu, bis du nah genug bist, um anzugreifen. Dann kannst du eine Kombo mit bis zu 4 Treffern ausführen, indem du erneut Kreis drückst. Euer Arzt kannst du durch Levelaufstieger lernen. Soweit ist das eigentlich auch bekannt. Ansonsten seht ihr einen blauen Balken, der sich immer so ein bisschen leert. Das ist quasi unser Aktionsbalken. Wenn der leer ist, können wir nicht tun. A Hellion? For real? I've never seen one in person before. What could a monster like a Hellion be doing in a place like this? It's getting away. Wait, don't you remember what Gramps told us? Huh? Hellions? Yep, Hellions. Horrible monsters that are created by the Malevolence. They can only be defeated by the power of purification, which not but a chosen few can use. So if you ever cross paths with a Hellion, just run as fast as you can. Remember, you two. Common folks like us don't stand a chance against those fiends. Cut it? We can't beat a Hellion without the power of purification. Then we should just be glad we escaped it. And anyway, we have bigger problems. Hmm? We have to hurry and save that girl. Before something worse finds her. Kämpfe. In Gebieten, in denen Hellions umherstreifen, führt Kontakt mit dem Feind zu einem Kampf. Wenn du dein Schwert mit Viereck oder anderen Kartenaktionen schwingst, kannst du dir einen Kampfvorteil. Ach, mit Viereck. Okay, hier Kampfergebnis. Da wird dann so ein bisschen so eine Statistik aufgezeigt. Gold heißt hier Galt, ja, warum auch immer. Haben sie vielleicht die Lizenz für den Namen Gold nicht bekommen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kann man sich hier noch Details anschauen, wie sich der Rang zusammensetzt, den man erreicht hat. Hier einmal Betäubung zugefügt, mit allen beifallen KP gewonnen. Ohne Einsatz von Objekten gewonnen. Okay. Gut, weiter geht's. Wie gesagt, viel zu entdecken gibt's hier noch nicht. Jetzt gibt's hier eine Truhe. So, Schatztruhen. In Verliesen und auf Feldern kannst du Schatztruhen finden. Ebenso wie Verbrauchsgüter können Truhen Ausrüstungsgegenstände enthalten. Sie haben oft denselben Namen, ihre Leistung ändert sich jedoch je nach der dazugehörigen Fertigkeit. Die Fertigkeiten aller Objekte findest du im Ausrüstungsmenü. Was mir gerade auffällt, erhalten. Alte Ohrringe. Zwischen Ruinen entdeckte Ohrringe. Sie sollen dem Träger ein besseres Verständnis der Natur verleihen. Ja. Was mir gerade aufgefallen ist, wir könnten
Nee, Option will ich eigentlich. Kreis. Achso, Hauptmenü. Gut, dass wir da jetzt mal reingegangen sind. drücke Dreieck, um das Hauptmenü zu öffnen. Dort kannst du die KP, rote Anzeige, und die ursprüngliche SK, blaue Anzeige einer Figur prüfen und unter anderem entscheiden, mit welchen Figuren du zusammen kämpfen willst. Du kannst auf jeden Bildschirm Options drücken, um die Hilfe zu diesem Bildschirm anzeigen zu lassen. So, was ich jetzt eigentlich mal vorhabe, ist System laden Option, genau. Und zwar Untertitel. Ich würde eigentlich ganz gerne hier die Hintergrundmusik ein wenig leiser stellen. Soundeffekte können bleiben, Sprachlautstärke auch, Videosequenzen, Lautstärke nehmen wir auch mal einen runter, das ist auch ganz schön laut. So, ja. Gut. So, den Rest erklären wir dann. Wird uns ja im Tutorial-Gebiet hier auch Is that a nochmal alles monolith? erklärt. So, diese Steine, die findet man hier des Öfteren. Dadurch kriegen wir Ability Points. Suche nach Monolithen. Steindenkmäler, also Monolithen, findest du auf Feldern oder in Verliesen. Sie tragen Inschriften unbekannter, übervergessene Kampftechniken. Wenn du eins findest, kannst du seine Weisheiten jederzeit im Kampfabschnitt des Systembuches zu Rate ziehen. Für jeden gefundenen Monolithen erhältst du AP, die zur Einstellung von Kampfaktionen notwendig sind. Drücke X, wenn du einen findest, um ihn näher zu untersuchen. Das sind anscheinend Weisheiten über Kämpfe, die in einer alten Sprache abgefasst sind. Kriegsarzt. Wenn du kämpfst, steigt irgendwann dein Level und du erlangst neue Kriegsarzt. Sturm- und Stecharzt sind mit Steuerkreuz nach Steuerkreuz nach hier mit linken Steuerknüppel nach oben und nach unten. Mobile und Effektbereichsarzt wechseln sie nochmal, wechsel sie nach Bedarf aus, je nach Verlauf des Kampfes. Die verfügbaren Angriffe kannst du mit Art-Menü entnehmen. So, ein oder Art Point, heißt das vielleicht? Ich würde eher sagen, über den Point, wie auch immer. Da können wir gleich mal reingucken. Und zwar hier. Kampfaktion. Markiere eine Kampfaktion im Menü mit dem Cursor, um die Kriterien für ihre Erlangung zu sehen. Mit Auto. Markierte Kampfaktionen weisen darauf hin, dass diese Kampfaktion automatisch ausgeführt wird. Das ist praktisch für Spieler, die das Kampfsystem und die Regeln noch nicht kennen. Versuche diese Aktion zu entfernen und deine AP für andere Kampfaktionen einzusetzen, wenn du den Dreh raus hast. Ich will das hier noch nicht reinmachen, weil uns das nämlich auch so ein bisschen die Statistik versaut, wenn wir gekämpft haben. Ja, weil hier steht immer, wie ich nochmal die nächste Seite. Ja. Ja, der erreichte Rang wird jedoch halbiert. Das wollen wir erstmal nicht. Und so schwer ist es am Anfang hier noch nicht. Gut, wir können jetzt das Menü einfach mal durchgehen. Objekte. Ist selbsterklärend, muss man nichts weiter zu sagen. Kann man oben nochmal durchschalten. Ne, in die verschiedenen Sachen, was man da also eingesammelt hat. Arzt. So. Mit X, die Arzt, die bekommen wir noch. Das Versteckte. So, und das ist das, was wir machen können. Jetzt hier gleich von Anfang an. Ihr seht da unten, unten rechts sind so Sterne aufgebildet und eine Erfahrungsleiste. Damit kann man die anscheinend verbessern. Wie gesagt, ganz so verinnerlicht habe ich das auch noch nicht. Ich vergesse auch immer im Kampf, den Steuerknüppel zu benutzen, wenn ich ehrlich bin, ja. Das müssen wir natürlich alles noch ein bisschen verinnerlichen. Aber das machen wir jetzt alles im Laufe des Let's Plays. Ausrüstung ist auch selbsterklärend, ja. Ausrüstung, du kannst deine Ausrüstung und deine Titel an deine Wünsche anpassen. Das Ausrüsten von Gegenständen verbessert deine Werte. Das Ausrüsten von Titeln bietet dir die Chance, neue Arts oder andere besondere Bonuseffekte zu erhalten. Je nach deinem Können bei diesem Titel, ja, je nach deinem Können bei diesem Titel. Dein Können erhöht sich, wenn du ein Level aufsteigst. Ausrüstung und Fertigkeiten. Jedes Ausrüstungsstück hat vier Fertigkeitsfelder, in die Fertigkeiten eingesetzt werden können. Die Fertigkeit im ersten Feld ist für jeden Gegenstand voreingestellt. Die Fertigkeiten in den anderen drei Feldern werden gegebenenfalls festgelegt,
wenn du den Gegenstand erwirbst. Du kannst prüfen, welche Fertigkeiten du ausgerüstet hast, indem du das Fertigkeitsblatt mit R2 öffnest. Fertigkeitstypen. Auf dem Fertigkeitsblatt werden hauptsächlich zwei wesentliche Fertigkeitstypen aufgeführt. Die Grundfertigkeiten, die in den Fertigkeitsfeldern deiner Ausrüstung stehen, und Bonusfertigkeiten, die durch bestimmte Anordnung von Grundfertigkeiten aktiviert werden. Es gibt drei Methoden, die Bonusfertigkeiten zu aktivieren. Kumulation, erstellt durch das Ausrüsten mehrerer Kopien der gleichen Grundfertigkeiten. Die Anzahl gibt an, wie viele dieser Fertigkeiten ausgerüstet sind. Rüstet zwei oder mehr aus, um eine Bonusfertigkeit zu erhalten. Elementbündel. Erstellt durch das Ausrüsten von Fertigkeiten, die rechts oder links unmittelbar aneinander angrenzen, Reihe 2 oder mehr auf, um eine Bonusfertigkeit zu aktivieren. Erstellt durch das Ausrüsten von Fertigkeiten, die rechts oder links Fertigkeitsbündel erstellt durch das Ausrüsten einer vertikalen Spalte von Fertigkeiten in einer Gruppe. Reihe alle 5 Fertigkeiten einer Gruppe auf, um eine Bonusfertigkeit zu aktivieren. Es ist völlig in Ordnung, Ausrüstung nicht nach Parametern, sondern aufgrund von Kombinationen verschiedener Fertigkeiten auszuwählen. Dadurch kannst du überraschend effektive Interaktionen entdecken. Nimm dir etwas Zeit, um die verschiedenen Fertigkeitstypen auszuprobieren und die zu finden, die am besten zu deinem Spielstil passen. Ja, das werden wir tun. Allerdings habe ich das hier auch noch nicht so richtig drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Was wir aber jetzt mal machen können, ist, die alten Ohrringe, die wir haben, müssen wir nicht austauschen, da wir nichts Neues dazu bekommen. Gut. Auch wieder eine Erkenntnis, die fantastisch ist. So, jetzt weiter. Unterstützungstalente. Haben wir hier bisher 2. Ich lass das erstmal drin, weil der andere hat die Snack-Zubereitung schon drin. Das heißt, wenn so eine Monolithen in der Nähe stehen, macht sich der Typ hier bemerkbar. Kampfaktion waren wir drin. Mode ist auch erstmal Quark, da können wir unsere Frisur ändern, ja. Strategie wird später noch erklärt. Bibliothek ist auch selbsterklärend, da ist so ein bester Arum drin. Fundstätten, Fertigkeiten. Also man kann sich da ein bisschen über alles Mögliche informieren. So gut, hätten wir das auch durchgesprochen. Wir gehen jetzt noch die Truhe holen hier. Da will er nochmal einen Kampf auf uns warten. So, was haben wir hier? Apfelgummi. Das ist irgend so ein Heilzeug halt. So. Ready, Miglio! Ich finde übrigens, die Musik sehr schön hier im Spiel. You okay, Miglio? Rang 2,37. Herrlich. Seelenkette. SK. Ne? Das ist der blaue Balken da unten. Die Seelenkette ist eine Energie, die im Kampf für Kombos benötigt wird. Sie kann auf maximal 100 ansteigen. Aktionen wie Kriegsarzt verbrauchen SK und eine niedrige SK macht dich verwundbar. Die SK kann durch Inaktivität, Abwehr oder Umherlaufen aufgefüllt werden. Behalte sie im Auge und lass sie nicht auf Null fallen. So, das werden wir versuchen. Okay, bevor wir durch diese Tür gehen, machen wir erstmal einen kleinen Cut und machen dann im nächsten Video mit dem Tutorial-Gebiet weiter. Wie gesagt, wir werden ja schnell durch. Ich lese alles nochmal vor, was hier an Dialogfeldern aufploppt, weil das für mich auch nochmal sehr gut ist. Und dann schauen wir mal, wo uns die Reise hier hinführt. Ja, ich hoffe, euch hat's gefallen. Und hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Vielen Dank und hoffentlich bis zum nächsten Mal bei Tales of Cestiria.